Hola, Don Paco. Ja, Abdel. Sag mal, André, wie geht's dir? Alles gut, Hermano? Du musst auch annehmen, sieh, wenn du verstehst. Oh, ich hab dich vermisst, sieh. Wo warst du so lange, Hermano? Oh, Ich war shit. unterwegs, Abdel. Ich habe viele Neuigkeiten. Es hat sich viel ergeben in Europa. Ich war in Barcelona. Kennst du Barcelona? Oh, puta madre, davon habe ich gehört, sieh. Sehr schöne Stadt. Erinnert mich immer an Los Santos. Na, sieh, du hast recht, Hermano. Abdel, wo Hermano, sind die anderen die sind gerade Hermanos? alle am fleißig am Arbeiten, sieh. Okay. Hermano, ich würde jetzt sagen, komm ganz kurz mit mir, wir gehen kurz zu dem Platz, sieh. Wir warten, bis die uns Wäsche geben. Wäsche? Ja, sieh. Was heißt Wäsche? Ah, okay, sehr Schwarzgeld. bestimmt, sehr bestimmt. Komm mit mir, Hermano. Ich hol Auto. Willst du fahren oder soll ich fahren, Hermano? Fahr du ruhig. Okay, Hermano. Keine Sorge, die Deckklappe geht runter. Ja. Ach, Abdel, ich mag's nicht hier bei diesen Jungs. Die reden immer so komisch. Hermano, glaub mir, die haben sich gut bewährt in letzter Zeit, sieh. Bin gespannt. Hola, Hallo, Hermano. Paco. Wie geht's, John? Alles gut. Verdammte Scheiße, Jungs, das ist nicht unser Stil. Müll auf dem Boden, Graffiti an Achso, den nein, Wänden. so nicht Mann, unsere alle diese Route. Aber diese Scheiße, Jungs Mann. bringen sehr viel Schwarzgeld, sieh. Müll, Müll, einfach Müll. Komm, Homeboy. Hola, Ist Hermanos. okay? Hola. Jojo, was geht, Ja, Alter? Das Mann. ist Fresh, Mann. Ich gehe Okay. mal in die Ja, zweite bei euch, wie Reihe. geht's euch, Hermanos? Alles gut? Alles Ja, cool, alles Homie. gut, Mann. Hermanos. Hola, Don Hermanos, Paco. das ist Don Hola, Paco, sieh, Diallo. unser Don. Jo, Paco, was geht, Alter? Wie Wollte nur geht's schon mal ihn euch? Alles vorstellen. gut? Alles cool, Homie. Verzeiht mir die unhöfliche Frage, meine Freunde, aber hat einer von euch ein Joint für mich? Also, Jungs, Homies, habt ihr was dabei, Alter? No, gerade nicht, Hermano. Ja, shit, ich habe auch keins dabei gerade. Ja, ich habe kein Joint, aber ich habe eine Sonst gerne. Zigarette für dich, ja. Bleib mal Zigarette stehen. bringt nichts, Hermano. Vergiftet dich nur. Hier, Bro. Hier, Bro. Verdammte Scheiße, ich bin 13 Stunden geflogen. Ich Oh, dachte, vielleicht shit. eine. Oh, shit. Ich Dacht bringe dir später was vorbei, so eine schöne Packung, jo. Kein Problem. Alles Okay, klar, Homie. Hermanus, was läuft? Was läuft hier? Wir wollten jetzt zur Big Mall. Die wollten uns ein bisschen dreckige Wäsche geben. Na. Und ein paar Samen, also Cannabis-Samen. Ach so, okay. Alles klar, Homie, dann lass du Big Mall, Alter. Sie, Alles würde ich auch klar. sagen, Hermanos. Yeah, let's go. Perfekto. Yeah, let's go. Kommst du mit? Hey, let's go. Das Alle so. sofort zum Anwesen, verstanden? Alle sofort zum Anwesen. Okay, in einer Reihe, sieh. Sieh. Formiert die Hab ich Leute, dir nicht schon gesagt, hab formatiert. schon gesagt, hab schon gesagt. Formatieren. Warum läufst du hinter den Koppers her, du Idiot? Oh, das war knapp, Mann. Wow! Puta madre, was ist da passiert? Stopp, 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 Oh stopp, stopp. Gott. Ne, das war Stopp. nicht deren Absicht, Bruder. Ich hab's gesehen, das war nicht deren Absicht. Oh Mann, Hey Alter. Jungs, das war nicht unsere Absicht. Es war seine Schuld, er ist auf die Straße gelaufen. Danke euch, ja? Verdammte Scheiße, die sehen aus wie die Blots im Da, Blau. no, das sind die MG13. Okay. Ey, was ist denn los? Jungs, Sorry, Alter. reicht, Reicht doch ganz jetzt. ehrlich, reicht. Ihr habt schon einen Mann von uns. Eine Sekunde, Don, ja? Paco? Guck mal, was ich für dich habe. Geil, Mann. Bei denjenigen, wo Lass ich es dir gerade war, ist schmecken. rausgenommen. Danke, mein Bester. Hast du irgendwas Verdammte davon? Scheiße, Hermano. Davon rede ich doch seit 13 Stunden in dieser verdammten Flieger. Keine Jaruchs in dieser Flieger. Abdel. Tut mir leid, dass es so Abdel, lange wo ist gedauert hat. Thiago? Der ist im Krankenhaus immer noch. Geh dahin, hol ihn ab. Ist. Hol ihn ab, hol ihn ab. Sag ihm von mir, er ist ein Oh. Idiot. Ey, was ist denn los mit euch, What the Alter? fuck? Warum bist du da, Hermano? Du kannst dich alle nicht raffen. Ja, okay, wir haben da nichts damit zu tun. Was wollen wir mit denen? Seh, seh. Halt euch da raus, seh. Don Paco, ich würde ganz kurz verschwinden, Hermano. Würde gleich wiederkommen, seh. Und in der Zeit wecke ich auch Luis auf, seh. Gleich, Hermanos. Alles klar, bis gleich. Jago. Meine Bitte. Scheiße, bist du bekippt, wenn du auf der Straße rumläufst oder was? Nein, ich habe nur noch das blaue Auto gesehen. Und dann hat's Puff gemacht. Scheiße, du solltest dir was anderes anziehen. Das sieht so aus, als ob uns jeder Pute hier auf der Straße durchlöchern könnte. Na. Ich habe mich noch was anderes angezogen. Was gibt's Neues, Thiago? Ah, wir waren auf dem Metallfeld mit dem Kartell und dem Platz gegen die Russen und den Albanians. Und? Da ist mächtig gescheppert. Aber wir haben gewonnen. Aber die Russen waren sehr stark. War Sascha dabei, der kleine Puto? Na, ich denke, alle waren dabei. Nikita, Sascha. Aber sie waren alle tot. Wie lange braucht ihr noch? Alles klar. Okay, Don Paco, komm. Willkommen, Don Paco.
Marco. Guten Abend. Hola, du siehst, hermanos. Hola. Hola. Hola, Marco. Willkommen zurück, Don. Hermanos. Verzeiht mir, ich habe einen langen Flug hinter mir. Es kann sein, dass ich ein bisschen ruhiger spreche. Ich sehe hier einige Gesichter, die ich noch nicht gesehen habe bis jetzt. Kann das Stellt sein? Stellt euch mal vor. Bitte, von links nach rechts. John, dich kenne ich schon. Ah, si. Los, von links nach rechts. Hola, Don Paco. Mein Name ist Felipe. Felipe. Wir haben uns schon kennengelernt. Felipe. Das ist mein kleiner Bruder. Okay. Ich bin Movi. Wie heißt du? Movi. Movi? Movi, genau. Ich bin auch circa schon seit einem Monat da. Bin Sicario hier bei euch. Herzlich willkommen bei mir. Freut mich sehr. Hola, Don Paco. Ich bin LJ. LJ? Si. LJ, wie lange bist du schon hier? Seit 2-3 Tagen. Und, gefällt es dir hier? Si, si. Danke, LJ. Du kannst zurücktreten. Wer ist der Mann mit der Brille, der aussieht wie Antonio Banderas? Hola, Don Paco. Ich bin's, MP. MP? Bin auch schon über einen Monat da. Du heißt wie eine Waffe, hä? Hoffentlich gehst du auch ab wie eine Waffe, wenn es darauf ankommt. Si, Don Paco. Gib mein Bestes. Okay, wer steht neben dir? Na, hola, Don Paco. Ich bin Marlo, si. Ich kenne es auch schon. Ich habe Blut vergossen für die Familie und ich würde das immer wieder gern tun, si. Das freut mich zu hören, Marlo. Wer steht neben dir? Hola, Don Paco. Ich heiße Mohamed. Die Jungs hier nennen mich Momo. Ich bin circa eine Woche jetzt hier. Und ich bin sehr zufrieden und ich freue mich, Teil der Familie zu sein. Okay. Momo war vorher bei der Firma. Okay, wir gehen darauf gleich ein. Wer steht neben dir? Hola, Don Paco. Mein Name ist Sasa. Ich bin seit knapp 2 Wochen bei. Bist du Kurde? Genau. Freut mich, dich kennenzulernen, Sasa. Hola, Don Paco. Ich bin Ashido und bin seit 1-2 Tagen hier. Okay, Ashido. Und wer steht neben dir? Ach, okay. Sorry. Ich bin John Spartanton. Ich hab schon gesehen. Der mit dem Ferrari, den du kaputt gemacht hast. Es gibt nur einen Peaky Blinder hier. Da kommt noch jemand. Wer ist dazugekommen rechts? Ich bin neu aufgestanden. Okay, du bist gerade aufgestanden, aber jetzt stehst du hier. Wie heißt du? Mein Name ist Neus. Neus, freut mich, dich kennenzulernen. Freut mich auch, Don Paco. Ich sage es immer wieder und ich sage es immer zuallererst, denn das ist das Wichtigste. Das Grundfundament dafür, dass wir irgendjemand in dieser verfickten Stadt sein können, ist unsere Hierarchie. Okay, und in meiner Abwesenheit hat Luis hier das Sagen. Nach ihm kommt Thiago, Abdel, das Capo-Regime. Ich möchte, dass ihr euch strikt daran haltet. Und an diejenigen, die neu hier sind, euch muss klar sein, ein Teil des Syndikats zu sein, bedeutet Blut rein, Blut raus. Also es gibt keinen Weg raus. Wenn ihr euch für diesen Weg entscheidet, müsst ihr wissen, dass dieser Weg 100% ist. Ich verlasse mich auf euch, so wie ihr euch auf uns verlasst. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Ich kann dazu ergänzen, dass da ein paar von denen sehr, sehr fleißig sind, sie. Ja, bei uns gibt es verschiedene Aufstiegsmöglichkeiten. Übrigens, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Wurde Felipe zum Beispiel befördert, sie? Ich bin jetzt Sicarius der Familie Hermanos. Du bist ein mein Sicario. Mein kleiner Bruder. Du bist ein Sicario. Sie. Felipe. Weißt du, was ich will? Ich glaube, ich weiß, was du willst, Don Paco. Verdammte Scheiße, wann bringt mir einer von euch das, was ich will? Ich träume nachts davon. Ich habe manchmal seine Stimme im Kopf, sieh? Bring mir den Kopf von Sascha. Bring mir den Kopf von Sascha. Thiago, wenn du diese scheiß Stimme jede Nacht in deinem Kopf hast, warum liegt dieser verdammte Kopf nicht schon längst vor meinen Füßen? Es ist nicht so einfach, den zu finden. Okay, Hermanos, passt auf. Wir haben hier ein Geschäft zu leiten. Wir wollen meine persönlichen Konflikte, die ich mit irgendwelchen Putos hier von der Straße habe, nicht unseren Geschäften im Weg stehen lassen. Und derjenige, der diesen Auftrag für mich erfüllt, der steht auf jeden Fall in meiner Schuld. Das ist ein offener Auftrag, den ich hier in den Raum werfe. Natürlich müsst ihr trotzdem jede Bewegung und alles, was ihr macht, mit Thiago, Abdel, Luis, Simba, wer auch immer da ist, von den Jungs besprechen. Simba gibt's nicht mehr. Simba hat deinen Kopfschuss gekriegt. Er ist schon in Bearbeitung. Verdammte Scheiße, was? Was hat er gemacht? Und ja, der war sehr, sehr unhöflich zu Don Luis. Auf jeden Fall, diesen Puto will ich haben. Thiago, ehrlich gesagt, ich bin ein bisschen traurig, dass du mir den noch nicht gebracht hast. Aber wir sind fleißig am Trainieren beim Schießen, sieh. Thiago, mach mal ein Foto mit dem Don. Ja, dann soll der Don sich mal umdrehen. Soll ich posieren wie in den Rap-Videos? Hast schon mal 2 Reihenbild, ne? Sieh, die ganz rechts können ja schon mal ein bisschen aufpassen. Sascha ruft mich an. Der Boss von den Russen, Paco. Warum? Ich nehme Don Paco. Hola, was? Sascha. See. Das können wir bestimmt gleich machen, Sie. Ich melde mich gleich, Sie. Wir haben noch kurz was zu besprechen und dann melde ich. Hermanos, Sascha hat mich jetzt gerade angerufen. Er will sich mit uns treffen. Bezüglich dreckiger Wäsche. Das ist die Gelegenheit, Amigo.
Denkst du im Ernst, dieses Stück Scheiße ruft dich gerade zufällig an? Wenn er dreckige Wäsche für dich hat, dann ist mein Name Pansen, verstehst du? Ich sag dir was. Das ist eine Falle, das ist ein Hinterhalt. Ja, wenn es um vielleicht sollten wir was anderes, vielleicht sollten wir das anders fragen. Ich glaube nicht, dass sie uns einfach ohne irgendeinen Grund einfach über den Haufen schießen. Wisst ihr Leute, manchmal gibt es Vögel, die zwitschern. Manchmal habe ich das Gefühl, wir werden beobachtet. Ich weiß es nicht, entweder wir treffen uns mit einer guten Truppe mit denen, oder wir tun auf dumm. Oder wir schicken 2-3 Mann hin und positionieren 3-4 Männer auf den Dächern, je nachdem, wo wir uns mit denen treffen. Hola Don Luis, Sascha hat mich jetzt gerade komischerweise angerufen, nach was weiß ich wie langer Zeit. Wegen dreckiger Wäsche. Am besten fahren wir beide dahin. Dann was denn passiert, Hermanus? Ich bin nicht auf den Update. Ja, Sascha hat mich gerade angerufen. Ja, er möchte gerne dreckige Wäsche waschen. Ja, und okay. Der Anruf kam eine Minute, nachdem ich den Hermanus hier erzählt habe, dass ich mir immer noch wünschen würde, seinen Kopf geliefert zu bekommen. Also ich gehe davon aus, dass er uns eine Falle stellen müsste. Aber Don Paco, die Sache ist, selbst wenn es eine Falle wäre, wir müssen erstmal drauf eingehen, weil wir die Pflicht dazu haben, als Geldwäscher. Das ist unser Job. Abdel, die Russen sind da. Wo? Okay. Da seht ihr vorne. Die Jungs, die Sicarios auf die Dächer. Auf die Dächer, Jungs. 3-4 Leute auf die Dächer. Don Paco, bewegt dich bitte. Okay, bleibt, Jungs, nicht bewegen. Warum liegst du auf dem Boden? Ich dachte, damit sie mich nicht sehen. Was geht denn ab? Was passiert gerade? Jungs, bleibt einfach an der Position. Lass die Jungs machen. Eingang. Oben. Ist alles gut, Jungs. Wir haben es geklärt. Abdel, komm ins Haus. Ja, nicht jeder soll jetzt zu Don Paco gehen. Was war los, Abdel? Kurz und knapp erzählt. Die wollten mit uns reden, weil wir auf dem Metallfeld dabei waren. Sie haben gefragt, was wir da zu suchen haben und was es ist für ein Scheiß. Und sie hören auf der Straße, dass wir uns angeblich brüsten, damit das die 35% bei uns bei der Wäsche kriegen. Was ein Schwachsinn. Auch erklärt es, die auch 25% kriegen wie jeder andere. Und ja, da haben wir uns einfach dafür entschuldigt auf dem Metallfeld. Abdel und ich. Wir haben ihnen das gegeben, was sie wollten. Abdel, ich ertrage diese Scheiße nicht. Ich kann das nicht, verdammte Scheiße. Don Paco, hör mir zu, Romano. Vertrau mir doch einfach. Du weißt ganz genau, wir sind Tag und Nacht jetzt. Wir wissen, was wir hier machen. Vertrau mir, Hermano. Hermanos, beruhig dich einfach. Wie trauen die sich überhaupt, hier zu diesem Anwesen zu kommen und irgendwelche Ansagen zu machen? Verdammte Scheiße, sehen wir aus wie... Wir wollen, dass wir uns entschuldigen bei unserem Anwesen. Ja, aber ich sage euch ganz ehrlich, die hätten uns jetzt alle über den Haufen geschossen. Es hätte gar keinen Sinn, Ich habe gesehen, die waren viele. Es hatte gar keinen Sinn, die waren so viele wie wir, wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Das ist so, damit die einfach kalt machen, verdammt. Ja, komm, du kannst sowieso nicht schlafen, bevor du keinen umgemacht hast. Jungs, bringe irgendwen anders um. Und Paco, vertrau mir doch einfach, es wird keinen Sinn ergeben. Das alles, was sie verlieren werden, sind 3-4 Tage Arbeit, Steht in keiner Relation. Gute Arbeit, Hermanos. Und ihr seid auch nicht mal alle da. Vollständig, immer wieder, dass wir das schnell wieder reinholen. Das ist das Problem, Hermanos. Ich respektiere eure Zeit. Ich weiß, wenn ich diesen Krieg jetzt anzettele, mache ich wahrscheinlich alles zunichte, was ihr euch in den letzten Tagen aufgebaut habt. Verdammte Scheiße. Wann verändern sich hier die Machtverhältnisse? Oder muss ich echt Tag und Nacht hier sein und meinen Lockerkopf die ganze Zeit in diese Scheiße einmischen? Würde ich mal behaupten, Den Scheiß fühle ich. Wie wollen wir das regeln? Ich verstehe das nicht. Das sind Waffenhändler, Hermano. Die sind alle voll bewaffnet. Es wird keinen Sinn ergeben, selbst wenn die schlecht zum Schießen werden. Die sind einfach bis zu den Zähnen bewaffnet. Das ist das Problem. Ich werde meinen Frieden hier in Los Santos aber erst wiederfinden, wenn dieser Puto vor mir auf einen Stuhl saß. Ich verspreche dir, wir werden das regeln, Wer rennt da rum? Keine Ahnung. Er hat eine Störung. Aber wer rennt da rum wie ein Psychotiker? Das ist unser neuer See. Warum rennt er? Ich leg mich hin. Alles klar. Vom Flug. Die Pistole, Lero, kannst du die vielleicht in den Schrank legen? Die? Obrigado. Oh, puta madre, du hast sogar eine SMG. Oder die? Passt auf. Hermanos, wir brauchen einen scheiß Helikopter. Und dieser Schrank muss voller Waffen sein. Und dann veranstalten wir ein scheiß Massaker hier auf diesen Straßen. Ich verspreche es dir, Hermanos.